Also, das mit dem Polstern hat sich allemal gelohnt. Hallo liebe Freunde, ich habe hier gerade eine Kleinigkeit gefrühstückt und jetzt kommt der zweite Teil zu dem Küchenumbau. Denn wer den letzten Teil davon gesehen hat, weiß, dass ich da noch eine ganze Menge Material über habe. Zudem am Ende dieses Videos habe ich noch eine Kleinigkeit für euch. Es hat mit den Polstern hier zu tun, also bleibt gerne bis zum Ende dran. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt ganz herzlich viel Spaß bei dem Video. Jetzt haben wir die ganze Küche quasi auch fertig, zumindest die Arbeitsfläche. Wir werden uns rechts aber noch ein bisschen Arbeitsfläche schaffen, das machen wir dann aber gleich. Jetzt möchte ich erstmal mich herzlichst bedanken bei einem Zuschauer. Und zwar der Alexander, der hat mir ein gigantisches Paket im Sinne von groß und gigantisch zugeschickt. Und das möchte ich euch jetzt kurz zeigen. Und zwar, nachdem ich das erste Video online gebracht habe, haben sich zwei Leute von euch gemeldet, dass sie noch einen Boiler rumstehen haben. Ich habe mich dann beim Alexander zurückgemeldet und habe gesagt, klar, würde ich gerne haben. Und tatsächlich wollte der nicht mal Geld dafür haben. Wir einigen uns natürlich noch irgendwie, dass ich den Versand zahle oder ähnliches. Auf jeden Fall bin ich mega happy und werde das Ganze jetzt mit euch zusammen einbauen. Und dann testen wir das auch nochmal, ob es auch wirklich funktioniert. Jetzt fehlt uns noch ein Wasserhahn und wir haben uns da was ganz Spezielles gekauft. Und warum wir das gekauft haben, das zeige ich euch auf jeden Fall gleich. Wünsche ich euch viel Spaß bei. Was haben wir jetzt hier? Dadurch, dass das Waschbecken so groß ist und der Gasherd eine Dreiflammen-Gasherd ist, haben wir halt sehr, sehr wenig Möglichkeiten, um überhaupt hier zu arbeiten bzw. mal irgendwas zu schnibbeln. Wir können natürlich den Tisch hier unten ganz normal nehmen, aber eine Arbeitsplatzerweiterung ist auch definitiv hilfreich. Und jetzt habe ich mir solche Klappscharniere hier bestellt. Die sind wirklich echt cool. Sollen 55 Kilo halten. Ich habe mal eben den Knarrenkasten draufgepackt. Ich glaube, das Ding hält wirklich was aus, ist ja im Prinzip auch nur zum Schnibbeln. Warum ist die jetzt ein bisschen kürzer als die gesamte Arbeitsplatte? Weil hier hinten kommt noch Schaumstoff hinten rein, beziehungsweise die Matratze. Und dann würde es immer stören, wenn wir das Teil runter machen. Und so ist es wirklich, glaube ich, einwandfrei. Die Scharniere habe ich euch ebenfalls mal unten in der Videobeschreibung verlinkt. Kosten, glaube ich, 17, 18 Euro. Ja, tun bisher ihren Dienst. Mal schauen, was die Erfahrung sagt, wenn wir ein bisschen unterwegs gewesen sind. Warum jetzt so einen schicken und speziellen Wasserhahn? Erstmal schick, weil es einfach ins Interieur passen sollte. Und zudem haben wir jetzt die Möglichkeit, hier einen Schlauch rauszuziehen. Und somit haben wir wirklich die praktische Lösung, dass wir theoretisch sogar raus können und dort eben ein bisschen duschen können. Dafür braucht man immer einen zweiten Mann oder eine zweite Frau. Aber in der Regel sind wir ja eh immer zu zweit unterwegs. Von daher einfach eine super Sache. Und zudem einfach auch praktisch bei diesem tiefen Waschbecken, weil so können wir unten reinkommen, können wir auch die Teller gut abwaschen. Also alles schon wirklich praktisch gut bewiesen. Wir waren ja schon unterwegs damit. Der passende Vlog dazu kommt auf jeden Fall demnächst. Das mit dem Boiler hat auch hervorragend funktioniert. Ich musste so ein bisschen aus 2 mach 1 spielen, weil der zugeschickte Boiler hatte ein Problem. Der war nämlich undicht. Da war der Wassertopf quasi undicht. Aber das war auch gar kein Problem, den Wassertopf konnte man einfach rausnehmen und quasi gegen meinen alten ersetzen. Jetzt haben wir tatsächlich wirklich, wirklich warmes Wasser hier drin, was schon wirklich faszinierend ist. Wir haben hier so ein Bedienpanel, da weiß ich noch nicht ganz genau, wo ich das hinsetze, ob ich das wirklich außerhalb hinsetze, weil es nicht ganz so schön ist, oder ob ich das hier unten im Schrank verstecke. Aber ausprobiert haben wir das Ganze schon, hier über den Wasserhahn funktioniert es und in der Dusche haben wir jetzt quasi auch warmes Wasser. So. Übrigens, hinter dieser Tür versteckt sich das Badezimmer. Da wird gar nicht so viel angepasst. Wir haben bis jetzt hier einen kleinen Spiegel hingebaut oder auch einen großen, passend zum Stil natürlich. Und einen neuen Vorhang hier angebracht, damit wir auch duschen können hier drin. Und das Ganze wurde natürlich einmal grundgereinigt. Jetzt möchte ich einfach noch ein schönes Geschenk von Daniel, viele Grüße, hier reinbauen, weil wir brauchen eine neue Klopapierhalterung. Achso, und das Ganze natürlich passend zum Stil wieder.
Ja, Freunde, jetzt kommt der Teil, wo ihr auch ein klein bisschen was von habt. Und zwar ist es so, dass ihr wahrscheinlich schon in den vorigen Teilen gesehen habt, dass hier noch diese ganzen alten Schaumstoffpolster liegen und die auch noch alt bezogen sind mit dem Orangenen, dass das natürlich schön passte zu dem Gelb nicht. Und jetzt haben wir uns überlegt, das selber zu machen und die Polster noch zu verwenden. Da hat Julie auch schon ganz, ganz fleißig angefangen, hier das erste kleine Sitzpolster von vorne zu beziehen. Sogar mit Reißverschluss und allem drum und dran. Das gefällt uns auch sehr, sehr gut. Aber das Problem ist einfach, dass der Stoff eben Geld kostet und dass es unheimlich viel Zeit kostet. Man wird wahrscheinlich mit der Zeit schneller. Aber ihr wisst ja, dass wir einen kurzfristigen Zeitplan haben und das hätten wir zeitlich einfach nicht geschafft. Deswegen haben wir uns jetzt einen Kooperationspartner gesucht und das ist in dem Fall myschaumstoff.de. Und zwar habe ich die Jungs angeschrieben, habe gefragt, ob sie uns die Schaumstoffe fertigen können. Da kann man nämlich online seine Polster und auch Bezüge komplett konfigurieren, in der Maße, wie man sie braucht. Das habe ich auch gemacht und habe denen die Maße rübergeschickt, habe mit denen gesprochen und die sind uns ein ganzes Stück entgegengekommen. Dafür habe ich für euch auch noch einen kleinen Rabattcode, den packe ich euch unten in die Videobeschreibung. Da kriegt ihr 10% auf jeden Einkauf bei myschaumstoff.de. Und somit haben wir nicht nur was davon, sondern ihr auch. Aber bevor ihr da irgendwas kauft, zeigen wir euch jetzt einmal ganz kurz die Polster mit den Bezügen. Wir haben es selber noch nicht gesehen. Ich habe einen kleinen Karton da hinten schon aufgemacht, nur mal um die Farbe abzuchecken. Also ihr könnt auch sämtliche Stoffe, sämtliche Farben auswählen. Ich verlinke euch die Seite einfach mal unten und da könnt ihr mal drauf gehen und gucken. Ich bin selber sehr, sehr gespannt. Ich hoffe, es passt alles, weil wir es ja selber ausgemessen haben. Und dann gucken wir uns das Ganze hoffentlich mal fertig an. Also, das mit den Polstern hat sich allemal gelohnt. Wir waren ja jetzt schon eine ganze Weile unterwegs, wie ich es schon öfter erwähnt habe. Und wer uns bei Instagram verfolgt, der weiß auch Bescheid, dass das Ganze hier ein bisschen zeitverzögert kommt auf YouTube. Und wir haben schon einiges an Erfahrungen gemacht. Also das ist wirklich perfekt, es ist wirklich gut, es ist auch wirklich gut zum Schlafen. Es haben hier schon mehrere Leute jetzt geschlafen mittlerweile. Wir haben 10 cm Dicke genommen, haben natürlich die passenden Maße durchgegeben und sind super, super zufrieden. Bisher ist auch alles wirklich noch sauber, das heißt, wir haben es noch nicht mal waschen müssen. Und ich denke mal, bei dem strapazierfähigen Stoff wird das Ganze auch nicht so schnell passieren. Allerdings ist es natürlich hell und das muss garantiert irgendwann mal gewaschen werden. Also möchte ich hier jetzt auch nochmal einen Shoutout rausgeben an myschaumstoff.de. Und zwar bin ich wirklich sehr, sehr zufrieden. Also ihr könnt da wirklich was erwarten, falls ihr da irgendwie was bestellen solltet. Und benutzt da gerne meinen Gutscheincode. Erstmal unterstützt ihr mich damit. Und auf der anderen Seite habt ihr natürlich einen kleinen Rabatt. Ansonsten möchte ich euch hier nicht weiter mit der Werbung nerven. Ich hoffe, das ganze Video hat euch gefallen. Ich hoffe, das Interieur gefällt euch. Ich hoffe, es passt alles zusammen. Wir sind auf jeden Fall mega, mega glücklich. Es sieht mega gut aus. Zeigt es doch gerne mit einem Daumen nach oben. Oder schreibt unten in die Kommentare, was ihr davon haltet. Und ansonsten hoffe ich einfach, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Also, haut rein!